Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Mann kämpft aus der roten Ecke. Sein Zuhause ist die Fight School. Sternzeichen Rausbold aus Hannover, Deutschland, David Palokai. Ladies and Gentlemen, er kämpft aus der blauen Ecke. Allrounder, er wird trainiert von Ismail Chinikaya und er ist eigentlich beschlagen in allen Bereichen. Kennt ihn als ausgesprochen offensiven Kämpfer aus Hamburg, Deutschland, Nico Villafane! Hauptkampfapplaus für David Palokai und Nico Villafane. Here we go. Letzter Kampf. Vielleicht ein bisschen untergegangen, aber in der Ecke von David Palokai sitzt André Pequeno Nogueira. Eine Legende des Lucha Libres, eine Legende des MMAs, hat zig Kämpfe in Japan gemacht. Nico mit Reichweitevorteil boxt gleich an. Ja. Schön Abstand. Abstand! Genau! Abstand, Abstand, David! Rechter Overhead, rechter Overhead! Jawohl. Da war er drin! Nochmal! Rechter Overhead! David Wunderbar. War eine Zeit lang nicht Deckung. Aktiv. Deckung. Jo. Hat Deckung. Mir selber gesagt, er muss Jawohl. So ein bisschen Nochmal. Ringrost ablegen. Nochmal. Aber im Jawohl. Augenblick. Das war das sehr, sehr gut. Ja. Abstand, schön, aufpassen! Schöner Lowkick von Nico. Geschlossen! Jawohl, nochmal! Geschlossen, David! Deckung, genau! Da hat er ihm ganz gutes Heft weggenommen, dem Nico. Jetzt der Tick von Nico. David, das ist David geht gleich auf den Kimura-Angriff. Versucht zu wechseln auf eine Triangel. David versucht hier von unten in den Armbar reinzukommen und kriegt er den? Nein, Nico entkommt, versucht den Rücken von David zu holen. Ist am Arm dran von David, der Nico. Da muss er aufpassen, da ist immer noch die Gefahr vom Armbar. Da wechselt er auf die Triangel, der Nico. Und David ist drin. Und passiert die Guard. Entweicht der Triangel. David ist oben. Springt an, geht auf die Guillotine, Arm in. Was für ein Grappling-Fest heute hier. Oh, Nico ist raus. Rein, der Nico. David in der Guard unten. Ruhig, David, Luft. Ruhig. Nico, Halbzeit. Harte Schläge mit rechts zum Körper. Halbzeit der Runde. Nico mit Ground and Pound von oben. Die Ismail-Schule. Oh, da kommt er vorbei. David gibt ihm den Rücken. Nico, ein Hook drin. Schafft er das, die Position er versucht, zu hinten rauszukommen. Nico versucht da vielleicht auf eine Triangel zu gehen, vom Rücken aus. Oh, da ist er raus. Da ist er raus. David passiert. Nein. Kontrolle. Wie lange noch? 3 Minuten. Wie lange? 1,50 noch. 1,50. Kontrolle. Konzentrier dich, David. Sauber. Nico, Double Underhook in der Guard. Hammerkampf. Komm, Round the Pound, komm!
Nico auch komplett mit offener Guard. David versucht gar nicht zu passieren. Jetzt steigt er über. Nico versucht, einen Kimura zu kriegen. Das wird aus der Position ganz schwer. Da kann David den Takedown noch holen aus der Position. Hält so Nico weiter unten. Ja. Schlag ihn, schlag ihn! Aber jetzt muss da ein bisschen Ground and Pound kommen. Das fordert auch Pequeno. Ja. Push him! Punch him, come! Don't stop, eine Minute geht's noch in der ersten Runde. Eine Minute, David! Arbeite! David! Arbeiten! David, Post, schau unten! Oh, Hammer Fist von unten von Nico. Schöne Schläge von Nico jetzt. David macht gar nichts. Er freut sich. Hier darf auch mal geballert werden. Fantastisch. Ja. David arbeitet wieder an seinem Pass. Wäre vielleicht besser, wenn er mal den Kopf hochnimmt und zurückschlägt. Nico versucht aufzustehen. Halt ihn unten, David! Halt ihn unten! Die letzten 10 Sekunden. Zieh den Kopf raus und Guillotine, komm! Weit, weit! Weiter! Schläge, David! Und ganz ehrlich, ich finde es nicht schade, dass wir in die zweite Runde gehen. Darauf freue ich mich! Meine sehr verehrten Damen und Herren, manchmal erlebt man so zwischendurch. Seconds out, Betreuer aus dem Ring. So, und wir sehen hier auch keinerlei konditionelle Schwierigkeiten. Nö, da können wir uns auf was gefasst machen. Ich glaube, die zweite Runde wird... Meine sehr verehrten Damen und Herren, frei zur zweiten Runde und ihr Applaus für beide Kämpfer. Letzte Runde des Abends. Und los geht's. Oh. Double Leg Takedown, sofort geshootet von Nico und Hammer in der Guard. Die 2 und ein Double Leg. Oh, jetzt dreht er auf, jetzt dreht er auf. David! David, arbeite oder schmeiß das Handtuch. Arbeite! Oder schmeiß es. Da ist der Einsatz zum Armbar. Nee. Ground and Pound von Nico von oben hart. Ja. David, arbeite! Da passiert er jetzt. Nein. Nein, David kämpft zurück. Und da könnte fast eine Triangle im Ansatz war da. David von unten. Sehr ruhig. Sehr kontrolliert von unten, David. Macht vielleicht ein bisschen wenig. Ja, er versucht seine Composure wieder zu finden. Versucht sich wieder ins Spiel zu bringen. Da, da, da. Ah. Da muss er ein bisschen besser an den Arm blockieren, dann kommt ein Triangle. Schön, die Hüfte rausgenommen. Und Nico gibt so einen Druck von oben. Hammer. Nico jetzt in der Halfguard. Und geht aufs Bein, der David. Der versucht da, sich dann das Bein zu holen. Nico arbeitet nach hinten, kommt so wieder raus aus der Gefahr. Und es geht weiter. Wir sind wieder in der Position Guard. Das ist ein Feuerwerk. Sehr interessant hier. Pequeno fordert David auf, in die Half Guard zu gehen von der Guard, um dann Leglock zu versuchen. Ja. Aber David macht's nicht. Nico, na, da hat sich der Warten gelohnt. Zeit weiter mit Schlägen von oben. Der richtet sich schön auf. Das haben wir heute in ein paar Kämpfen vermisst. Fantastisch, wie Nico hier sein Ground and Pound aufbaut. Der schlägt mit dem ganzen Oberkörper. Der ist da richtig am Arbeiten.
2 Minuten! Nico hier die ganze Zeit in der Kontrolle. Harte Schläge, der punktet sich gerade nach vorne. Der hat jetzt 3 Minuten. Er hat den Takedown, hat 3 Minuten durchgearbeitet. Der David muss jetzt was machen. Der muss jetzt aktiv werden. Der kann nicht mehr warten. Weiter Ground and Pound von Nico. David kontrolliert jetzt aber den Kopf von Nico. Dadurch kann er nicht mehr ganz so hart schlagen. Aber er ist oben, er arbeitet. David ist praktisch nur in der Verteidigung. Die Runde geht bis jetzt sowas von deutlich an Nico. Oh, das wird knapp. 58 Sekunden. Was kann David jetzt noch auspacken? Letzte Minute läuft. Und David muss jetzt was machen. Der muss jetzt anfangen. Wenn er das Ruder noch rumreißen will, muss da jetzt was kommen. Nee, da kommt nicht mehr. Das Ding scheint Nico nach Hause zu fahren. Durch die zweite Runde. Richtig. Richtige Dominanz in der zweiten Runde. David ist nicht in der Position, wo er irgendeinen Angriff starten könnte. Nico überzeugt ihn nochmal durch harte Rechte zum Kopf. Ende der zweiten Runde, Ende des Kampfes. Puh. Das haben die Punktrichter jetzt entschieden. Wir sind gespannt. Wie? Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Judges kamen zu dem eindeutigen Ergebnis. Sieg in der blauen Ecke, Nico Widerfahne. Schönes Match. Ja. Henning, es war mir wie immer eine Ehre, mit dir hier zu sitzen und diese Kämpfe heute zu kommentieren. Die waren der Hammer. Hallo, meine Freunde.